Ein Trümmerhaufen, das ist alles, was vom Wohnhaus in Snieżnoje übrig blieb. Die Bewohner sind fassungslos. Dabei hatten sie noch Glück, sind am Leben geblieben. 11 ihrer Nachbarn haben den Angriff nicht überlebt. Wer ihren Tod auf dem Gewissen hat, ist unklar. Die Separatisten, die das Städtchen Snieżnoje im Gebiet von Donetsk in ihrer Gewalt halten, beschuldigen die Armee. Die Regierung weist die Vorwürfe zurück, räumt aber ein, dass es sich um einen Luftangriff handle. Vermutlich eine Provokation von Unbekannten, der Fall werde untersucht. Im Nachbargebiet um zurückeroberten Slowjansk spendet Ministerpräsident Jatsenjuk den Bewohnern eines anderen zerstörten Hauses Trost. Der Staat zahlt doch jetzt schon Gehälter, Renten und Zuschüsse. Der Wiederaufbau läuft an. Dieser Wiederaufbau wird wohl Jahre dauern und den Staat Milliarden kosten. Der Regierungschef macht wiederholt Russland für die Zerstörungen verantwortlich. Die russische Politik ist für mich klar. Zuerst haben die Russen uns diesen Konflikt aufgezwungen. Jetzt saugen sie uns wie Vampire finanziell aus und töten unsere Menschen. Das ist das Schlimmste. Russland will uns auch wirtschaftlich destabilisieren. Zurück ins Gebiet von Donetsk. Ein Bus mit Flüchtlingen startet Richtung Russland. 500 Kinder und Jugendliche müssen ihre Heimat verlassen. Viele von ihnen, auch ihre Eltern. Im Gegensatz zu Slowjansk haben dem Gebiet von Donetsk die Separatisten das Sagen. Seit Wochen rechnet man hier mit einer großen Schlacht.